Ach, Utwein, was ist denn los? Warum sitzt du denn da so am Feuer? Und warum schaust du denn so grimmig? Weil Mann, die ganze Welt darf Halloween feiern. Nur ich nicht. Natürlich darfst du Halloween feiern. Ja, aber sieh dich doch mal hier um. In Holbrook ist gar nichts. Überhaupt nichts. Kein einziger Schnitzkürbis. Keine verkleideten Kinder. Keiner, der mal eben Buh ruft. Es ist trostlos. Wir Norn feiern einfach kein Halloween. Ja, aber das kann man doch ändern. Ach ja? Aber wie? Wie soll ich das ändern? Naja, indem du da einfach mal in eine Stadt gehst, in der Halloween gefeiert wird. Was? In eine Stadt, in der gefeiert wird? Oh Mann, das ist ja überhaupt die Idee! Ja, und vor allem, dafür gibt es doch unterschiedliche Kulturen. Oh Mann, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Da brauche ich eine Ritter, die mir solche Sachen mal sagt. Ja, Utwein. Wie ich sehe, bist du ja schon extra hier nach Holbrook gegangen. Ja. Ich bin extra hier nach Holbrook gekommen, um das nochmal zu überprüfen. Bevor ich hier was Falsches sage und dass an irgendeiner Ecke doch noch Halloween gefeiert wird. Okay, pass auf. Ach du Schande. Ja, du hast vollkommen recht. Guck dir die Kinder an. Die gucken auch total missmutig. Es liegt daran, dass sie kein Halloween feiern dürfen. Ja, ich bin ganz bei dir, mein Freund. Aber ich würde Folgendes sagen. Bevor wir nach Löwenstein gehen, damit auch du mal das Halloween-Fest kennenlernst, brauchen wir eine passende Klamotte für dich. Warum? Was ist an meiner Klamotte hier nicht in Ordnung? Hä? Naja, zum Beispiel, dass du von hinten und von vorne aussiehst wie jemand, der die Kinder gleich vermobben möchte. Oh, das ist natürlich schlecht. Ich würde sagen, wir brauchen für dich eine Halloween-Verkleidung. Eine Halloween-Verkleidung? Oh Mann, das sind ja gleich zwei Wünsche auf einmal, die mir erfüllt werden. Halloween feiern und eine Halloween-Verkleidung. Mann! Ja. Joho, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Ich habe mir überlegt, der Utwein, der sieht nie was von den Events, wenn wir das ganz normale Let's Play spielen. Deswegen darf der auch mal Halloween feiern. Und ich habe mich extra vorher rückversichert, ob eigentlich in Holbrook Halloween gefeiert wird. Nein, wird es gar nicht. Ganz schön trostlos, wenn man ansonsten momentan seine Zeit am allerliebsten in Löwenstein und bei den Halloween-Festspielen verbringt. So, aber tatsächlich braucht der Utwein erstmal eine Klamotte. Und deswegen gucke ich mal, was ich denn in meiner Halloween-Grabbelkiste hier finde für ihn. Hält. So. Dann gucken wir mal. Also bei dem Kleidungsset habe ich was für Halloween. Zwei Stück habe ich für Halloween. Das wäre einmal das verhexte Kleidungsset, Utwein. So sähe das aus. Oh, Ritter. Ich sehe aus wie eine Frau. Ja, pass mal auf, wie das aussieht, wenn wir dir dann noch den Hut aufsetzen. Pass mal auf. Moment. Oh, das sieht wiederum gut aus. Na siehst du, jetzt siehst du gar nicht mehr aus wie eine Frau, ne? Guck dir das Grinsen in deinem Gesicht an. Ja, aber die Farbe, ist die Farbe gut? Naja, eigentlich ist die Farbe schon Halloween-mäßig, ja, so orange und grün und so weiter. Das passt schon ganz gut. Ja, okay, was hast du noch? So, und dann habe ich noch relativ neu dieses hier, Kleidungsset des blutigen Prinzen. Oh, das gefällt mir nicht so. Das sieht ja aus wie Alltag. Das stimmt allerdings. Wir können auch noch in den Handelsposten gucken. Oh ja, in den Handelsposten gucken. Pass auf, dann gucken wir erstmal da noch rein. Jetzt muss er nur aufgehen. Ich habe noch ein paar Gems, die ich ausgeben könnte. Dafür könnte man auch eine Halloween-Verkleidung kaufen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Mode hat allerdings momentan nur das Kleidungsset des verrückten Königs. Das sieht natürlich schon ganz fein aus an so einem stattlichen Norn wie dir. Ich persönlich muss aber sagen, stehe viel eher auf eins, was momentan nicht im Handelsposten ist.
Und zwar ist das das der verrückten Wache. Oh, zeig mal. Ja, pass auf, ich kann dir das zeigen. Wir haben ja einen Kleidungsschrank und in dem können wir uns solche Sachen angucken. Das ist hier unten. Oh, ich habe ein schwarzes Loch im Bauch. Ja, wäre jedenfalls ein Grund, warum du immer so viel essen musst, nicht wahr? Ja, das stimmt, das sieht schon gut aus. Aber das sieht auch gut an mir aus. Ja, aber weißt du was? Bis keine weiteren Kleidungssets im Handelsposten verfügbar sind, würde ich sagen, trägst du einfach dieses hier, das verhexte Kleidungsset. Das ist für den Anfang und für einen Neuen, der bisher noch nie Halloween gefeiert hat, glaube ich, ganz in Ordnung, oder? Ja, kriege ich noch eine andere Farbe? Ja, wir können mal gucken. Das ist nämlich die Standardfarbe, die jetzt hier noch ausgewählt ist. Was hättest denn gerne? Was Blutiges. Okay. Dunkles Blutstein, Korallenrot. Wie wär's damit? Ja. So als Grundfarbe der Kleidung schon mal ganz okay. Hier so als Metall finde ich das gar nicht so toll. Aber hier als Grundkleidung, Grundfarbe der Kleidung ist es schon echt ganz nice. Oh ja, wirklich sehr schön. So, ich würde fast sagen, irgendwie einen Orangeton oder so sollten wir aber erhalten. Selbst habe ich bei den seltenen Farben keinen Orangeton. Wir könnten aber Pampelmuse verwenden, wie wär's? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und jetzt vielleicht noch irgendwas, was so ein bisschen Richtung Schwarz geht? Nein, das ist mir dann doch zu dunkel, warte mal. Oder was in Richtung Gold geht? Schwierig. Was ist denn da? Nee, das sieht doof aus. Die sehen pink hier drauf aus. Das ist nicht so schön. Wollen ein anderes Rot? Auch nicht. Was mit einem Grün? Eieieiei. Ich glaube fast, wir lassen es so, oder? Oh, ist okay. Aber das Rot ist schick. Ja, finde ich auch. Wobei, warte mal, wir können noch ein anderes Grün mal hier an der Stelle versuchen. Oh, das ist auch schön. Lassen wir es so? Ja, wir lassen das so. Okay, gut. Utwein ist total verkleidet. Kein Mensch erkennt mehr, dass es Utwein ist. Und dann gehen wir jetzt mal mit dem Utwein nach Löwenstein. Und dann machen wir aus einem traurigen und trübseligen Norn wieder einen fröhlichen Norn. Utwein, schnall dich an. Warum? Da wird sehr viel Schabernack getrieben. Okay, ich bin gewappnet. Tja, wenn es mal wieder länger dauert. Löwenstein ist natürlich momentan die absolute Katastrophe, was Ladescreens hier angeht. Und weil ich finde dich trischig. Trischig. Wirklich. Kann man so sagen. Ich habe erst gedacht, dass da unten ein Mund sein soll. Ja, das ist ein Mund. Das sieht ja geil aus. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal runter. Hier sieht man noch gar kein Halloween. Naja, es ist dunkel. Das ist das Einzige, was man von hier aus von Halloween sieht. Weißt du was? Aber wenn du schon so eine Klamotte trägst, dann sollten wir für dich auch noch einen anderen Gleitschirm überlegen. Einer, der so richtig Halloween-mäßig ist. Denn der, den du gerade trägst, ist es nicht. Wir könnten diesen hier nehmen. Der passt, wie ich finde, ziemlich gut zu der Klamotte. Oder so einen feurigen. Oh, ein feuriger Engel! Ja, dann nehmen wir den, okay? Sehr schön. Oh, ich seh Candycorn! Ja, Candycorn! Da kommst du nur nicht ran, weil es alles so weit oben hängt. Aber weißt du was, du kannst dir auch selber Candycorn verdienen. Und zwar in so mundgerechten Stücken, dass du es auch essen kannst. Ja? Ja, kannst du. Und zwar, wenn du zum Beispiel von hier aus reingehst zum Uhrturm des verrückten Königs oder in das Labyrinth des verrückten Königs oder aber... Wo ist es? Einmal hier. Wusstet ihr, dass das Tor zum Aufstieg in den Wahnsinn in beide Richtungen durchlässig ist? Der verrückte König kann uns besuchen und wir ihn. Klingt, als wäre es eine großartige Möglichkeit, an meinen Kampfkünsten zu feilen. Das Labyrinth scheint eine ziemliche Herausforderung zu sein. Seht euch bloß vor. Ich möchte nicht ein ganzes Jahr lang mit dem verrückten König an den Festen. Oh! Man kann zum verrückten König? Das wäre ja der absolute Oberwahnsinn.
Ja, kann man, Utwein. Ich weiß nur nicht, ob das nicht für dich vielleicht eine Nummer zu hoch ist. Aufstieg in den Wahnsinn, empfohlene Spielerzahl 5. Ja, man kann es auch alleine spielen, natürlich. Ach, Utwein, wollen wir das machen? Ich würde so gerne. Guck mal, Utwein bezwingt den verrückten König. Wäre das nicht der absolute Oberknaller? Der Utwein halt. Ja, der Oberknaller. Wir können es mal versuchen. Willst du nicht lieber erstmal klein anfangen? Nein, ich will groß anfangen. Okay. Oh, es ist dunkel hier. Ganz schön dunkel. Oh, ich bin Level 80. Leute, ich bin Level 80. Ich bin Level 80. Klasse, ne? Man wird hier hochgestuft, damit auch so kleine Döpschen wie du hier mal mitspielen können. Oh, toll. Oh, muss ich noch was beachten? Ich würde dir empfehlen, ein bisschen Buffo zu nehmen, weil du ja sowieso eigentlich ein Kleiner bist. Wie wär's mit einem Karma-Verstärker, einem Rüstungsverstärker, einem Stärke-Verstärker? XP-Verstärker habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil ich will ja nicht, dass der Utwein jetzt hier unnötig schnell levelt. Den wollen wir schließlich in unserem normalen Let's Play hochziehen. Und dann kannst du noch was essen. Zum Beispiel, guck mal, hier gibt's Halloween-Essen. Das kannst du alles nicht essen, weil es für Level 80 ist. Aber hier, den Bananensahnekuchen, den könntest du nehmen. Was hältst du davon? Aber ist gut. Okay, und dann nehmen wir noch das hier. Das ist der einfache Wetzstein. Oh, perfekt. Seid ihr bereit, euch dem verrückten König zu stellen? Ja, ich bin bereit. Oh, da ist er. Ja, ich sammel mich. Kann ich eigentlich fliegen, Roger? Nee, kannst du nicht. Ja, ich hab davon gehört. Utwein, das musst du bitte ignorieren, ne? Warum? Weil er einen versucht, hier in seiner eigenen Domäne zu linken. Ach so. Ja, mach dich mal auf ein Kämpfchen gefasst. Okay. Und ich muss nicht tun, was er sagt? Nee, ist nicht nötig. Ist überhaupt nicht nötig. Das kannst du später draußen in Löwenstein machen. Oh. Nein. Oh nein. Hätte ich doch tun müssen, was er sagt. Na, oh, verdammt, ich will nicht mehr. Ich will nicht. Oh. Utwein, das war wenig glorreich. Zusätzlicher Schaden. Das ist interessant übrigens. Ich bin diese Inni ja schon öfter gelaufen. Und das ist mir am Anfang noch nie passiert, obwohl ich immer ignoriert habe, was er gemacht hat. Vielleicht stand ich zu weit weg oder vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass ich mit anderen da war. Und vielleicht hat da ein einziger das entsprechende Emote ausgelöst. Mal gucken. Aha. Nee, alles klar. Er sagt Tanz und sofort bekommt man das Ganze hier. Ich werde jetzt warten, bis der Buff hier abgelaufen ist. Ja. Zack. Und runter mit uns und kämpfen. Ach, jetzt hast du keinen Bock mehr, mich hier zu töten. Das weiß ich nicht, Utwein. So, Nahkampf, Utwein. Ein paar Probleme hast du jetzt hier natürlich. Du musst an jeden Gegner nah dran. Oh mein Gott, warst du das jetzt, Utwein? Naja, du kriegst schon was tot. Du kriegst schon was tot. Aber man merkt ganz deutlich, dass du aufgestuft bist, ne? Man merkt es schon ganz deutlich. Ja. Hier ist noch ein Gargoyle, der ist ein bisschen kleiner. Versuch den mal.
Nicht den verrückten König, den brauchst du gar nicht anzugreifen. Hier, nimm die Mumie. Padauz, und da liegt er schon wieder, unser Utwein. Ach, mein Freund, ich glaube wirklich, du solltest da die Finger von lassen. Aber einmal will ich noch. Das ist okay. Sie boxen mich immer hin und her. Ja. Auch ein Grund, weil du zu klein bist. Aber solange du dir da nur eine blaue Nase holst, ist ja alles okay. Immer ganz kurz vor knapp, ne? Du sollst auch nicht den verrückten König angreifen, ne? So wird sie auf jeden Fall weiterhin ergehen, Utwein. Welle um Welle wird hier erscheinen. Aus irgendeinem Grund wird hier mit Tab ständig der verrückte König ausgewählt. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. So, tja, aber ich hab's dir ja gesagt. Bist du dir sicher, dass du da runter möchtest? Okay, ja, ist ja in Ordnung. Oh, die werfen sogar bis hier rauf. Ich wollte doch nur mal winken. Tschüss, Leute, es war schön. Ich bin unten. Oh, das hat voll auf die 12 gegeben. Oh, warum komme ich denn hier aus? Das kann ich dir auch nicht sagen. Soundbug gerade auch ein bisschen. Ah, da ist er. Da ist er doch, der Sound. Ja, aber was kann ich jetzt noch machen? Zum Beispiel einen Kürbis schnitzen. Hast du nicht davon gesprochen, dass es hier keine Kürbisse gibt in Holbrag? Oh ja, ich überleg mal was ganz Tolles. Pass mal auf. Da! Guck mal. Oh ja, sehr schön, sehr schön. Ich habe mir den verrückten König zum Vorbild genommen. Ah ja, ja, wirklich, der sah ziemlich ähnlich aus. Was kann ich noch machen? Was kann ich noch machen, Roger? Wir könnten den Uhrturm besuchen. Oh ja, den Uhrturm. Ich weiß nur nicht, ob ich das schon kann. Meinst du, weil du wieder zu klein bist? Ja. Na, das macht nichts, das ist völlig egal. Das ist nur Springen. Oh, Springen? Ja, eigentlich geht's da weniger um deine Fähigkeiten als eher um meine Fähigkeiten. Warum? Weil ich ganz ehrlich nicht weiß, ob ich mit so einem schwerfälligen Norn springen kann. Was? Schwerfällig? Hallo? Redest du gerade mit mir? Ich bin nicht schwerfällig. Ja, das haben wir aber schon mal bei den Sprüngen gesehen. Von wegen, gar nichts schwerfällig. Und außerdem genau. Das hat gar nichts mit mir zu tun, das hat nur was mit dir zu tun. Das ist hier das Türchen vom verrückten König, also von seinem Turm. Richtig. Man sieht's schon. Wegen Uhrturm ist da halt eine Uhr abgebildet. Okay, ich mach das. Das kann ja was werden. Als ihr die Tür berührt, tauchen Bilder des Uhrturms des verrückten Königs in eurem Kopf auf. Wenn ihr durch die Tür tretet, werdet ihr in den Tiefen des Uhrturms landen. Ah ja. So, Utwein, das ist der Turm. Oh, das sieht doch einfach aus. Ja, Utwein, ich sollte dir vielleicht vorher noch sagen, dass der Uhrturm versinkt. What? Der versinkt? Ja. Du musst da schnell hochhüpfen. Nur wenn du oben ankommst, bist du sicher. Ansonsten wirst du einen jämmerlichen Tod in Säure sterben. Oh, verdammt. Außerdem glaube ich gerade, du hast echt die falsche Klamotte an. Ausladen, da ging es ja jetzt für dich als Norn nicht. Ich kann deine Füße gar nicht sehen. Naja, das kann ja was werden. Ich bemühe mich. Okay.
Bis hierhin geht's noch ganz gut. Und wann siehst du die Suppe da unten? Ja. Die ist eklig. Da greifen Skeletthände nach dir. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass du so schwerfällig bist. Warum? Weil es bisher ganz gut anfühlt. Hab ich doch gesagt, ich bin gar nicht schwerfällig. Oh, hast du gesehen? Da waren die Hände. Oh ja, ich hab sie gesehen. Das macht mir Angst, Dredger. Ich weiß, mir auch. Deswegen bemühst du dich am besten einfach, ordentlich hier vorbeizukommen, oder? Ich gebe mein Bestes. Das machst du gut, Udwein. Ja. Ich habe sogar Truhen geöffnet auf dem Weg. Ja, super. Und jetzt nur nicht verzagen. Du machst es echt gut. Ich habe ein bisschen Angst vor Clipping-Problemen, die es jetzt hier geben könnte, aber sieht richtig gut aus. Sieht richtig gut aus. Da, nein, noch nicht, Udwein, noch nicht. Nächste Runde, okay? Okay, okay. Jetzt? Ja, jetzt! Wuhu! Oh mein Gott, ich bin ganz überrascht. Wir haben es mit dem Udwein geschafft. Der Udwein, der hat's geschafft. Ha, großartig, Udwein. Herzlichen Glückwunsch. Yay! Einmal Truhe aufmachen. 1 von 1. Haha. Das ist schon ein bisschen was Befriedigendes, wenn man hier reinkommt und man ist aus der Gruppe, die hier springt, der Erste, der es schafft, obwohl man gerade erst reingekommen ist und die anderen wahrscheinlich schon öfter gesprungen ist. Okay, ist ein bisschen gemein. Die schaffen es auch schon noch. Ich weiß noch. Mein erstes Mal 12,5 Stunden. Yeah! Aber dafür kann ich es jetzt. Anscheinend mit jedem Charakter und auch mit jedem Fußbehang. Yay! Oh, wo sind wir jetzt, Roger? Jetzt sind wir, tja, quasi an einem Haltepunkt. Oh, ein Haltepunkt? Was meinst du damit? Naja, eine Zwischenwelt. Was ist das da unten? Das da, mein Lieber, das ist das Labyrinth des verrückten Königs. Oh, Labyrinth? Was passiert da? Naja, im Großen und Ganzen kannst du dich den Gefahren hier des Dunklen Reiches stellen. Und was sind das für Gefahren? Naja, große, übergroße, sehr große, gigantisch große Candycorns und Skelette und Spinnen und noch mehr Skelette. Kann ich das auch mal machen? Muss es heute sein, Udwein? Ich kann das auch morgen mal machen. Oder wenn gar keine Zuschauer da sind. Das stimmt, aber nur ein Ründchen, okay? Vielleicht redest du vorher noch mal mit dem verrückten Schiffsführer. Was ist euer Begehr? Wie wär's mit einem Tänzchen bei der verrückten Inquisition oder etwas, das euer Geschick herausfordert? Wie der Uhrturm. Den Uhrturm, den hab ich schon gemacht, ja. Was ist denn die verrückte Inquisition? Und weil die gibt's momentan gar nicht. Warum? Das ist PvP, das haben sie rausgenommen. Ach so, warum sagt ihr das dann noch? Naja. vielleicht ist er nicht ganz helle. So, erste Option wäre, ich wollte schon immer hoch hinaus, erzählt mir vom Uhrturm. Oder ich möchte das Reich des verrückten Königs lassen zur Inquisition. Kann man nämlich jetzt momentan gar nicht. Wenn man runter möchte, Udwein, dann muss man hier hinlang. Guck mal, durch dieses Portal treten. Also angucken will ich es mir aber mal. Ist okay. Oh, und das ist jetzt das Labyrinth? Mhm. Und hier kann man auch Kürbisse schnitzen. Man kann sich hier in manchen Nischen auch verstecken, wenn es einem zu heftig geworden ist. Weil wie du siehst, bist auch du jetzt hier wieder Level 80 geworden. Und du kannst Kürbisse schnitzen. Okay, für den besuche ich mir was ganz Besonderes aus. Warte, ja. Es ist mein Schicksal. Ui, da habe ich was für bekommen.